Die ganze Welt schaut an diesem Dienstagmorgen nach Dänemark auf den Leuchtturm Rubjerg Knude Fyr. Mit einer riskanten und aufwendigen Rettungsaktion will man das Wahrzeichen der Region vor einem Sturz in die Tiefe bewahren. 70 Meter soll der 23 Meter hohe und geschätzte 900 Tonnen schwere Leuchtturm ins Landesinnere verschoben werden. Die ungewöhnliche Rettungsaktion für den Touristenmagneten in der Nähe von Løkken kostet die dänische Regierung knapp 700.000 Euro. Und einiges könnte schiefgehen. It's a little bit of danger when we are starting, because the hill is very deep and very close. And when we are lifting, we are moving the weight until other level. And to the other side of the, yes. The foundation. Der Besucherandrang ist riesig. Nationale und internationale Presse und viele Schaulustige wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Mit 25.000 Menschen rechnet man heute. Ich habe das letzte Woche erfahren und heute Morgen ganz früh aufgestanden und los, und dann wollen wir gucken, wie lange das hier noch dauert. Mein Mann sagte gestern schon, es ist morgen bestimmt mehr los hier, aber dass es so voll ist, das hätte ich nicht gedacht. Im Schneckentempo geht es voran. Der alte Leuchtturm wird mit Hilfe von Hydraulikpressen auf den Schienen bewegt. 9 Stunden rechnet man für die Strecke von 70 Metern. Doch dann die Überraschung. Es geht schneller. Der Leuchtturm wiegt weniger als gedacht. Kurz vor 3 Uhr erreicht Rubjerg Knude Fyr seinen neuen Standort. Maurermeister Kjeld Petersen wird hier als Held gefeiert. No, I'm not a hero. Everybody who helped is heroes. It's not me. It's the team. I get the credit, but it's not fair. Gefeiert wird der Erfolg trotz des langen Tages, aber auf jeden Fall. I celebrate without cameras tonight. Yes.